Hallo Isabel. Hallo Henry. Als erstes bedanke ich mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Als erstes bedanke ich mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier teilnehmen darf. Also bedanke ich mich auch bei dir. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier teilnehmen darf. Also bedanke ich mich auch bei dir. Meine erste Frage. Was studierst du? Meine erste Frage. Was studierst du? Ich studiere Kunst an einer sehr guten Universität. Ich studiere Kunst an einer sehr guten Universität. Also habe ich einen Künstler vor mir. Wie oft bist du an der Uni? Also habe ich einen Künstler vor mir. Wie oft bist du an der Uni? Von Dienstag bis Freitag verbringe ich fast den ganzen Tag an der Universität, weil das erforderlich ist. Wir müssen anwesend sein und ich mag es. Und Montag, was macht ihr am Montag? Und Montag, was macht ihr am Montag? Montag haben wir frei. Da schlafe ich bis Mittag und genieße meinen freien Tag. Montag haben wir frei. Da schlafe ich bis Mittag und genieße meinen freien Tag. Hast du keine Freizeit am Wochenende? Hast du keine Freizeit am Wochenende? Nein, leider nicht, denn am Wochenende arbeite ich in einem Restaurant. Ich brauche Geld für mein Studium. Nein, leider nicht, denn am Wochenende arbeite ich in einem Restaurant. Ich brauche Geld für mein Studium. Das ist sicher anstrengend für dich. Das ist sicher anstrengend für dich. Ein bisschen schon, aber ich bin jung und ich mag es zu arbeiten. Ein bisschen schon, aber ich bin jung und ich mag es zu arbeiten. Hast du schon eigene Kunstwerke? Hast du schon eigene Kunstwerke? Ja, sogar 18 Stück und die sind sehr schön. Ja, sogar 18 Stück und die sind sehr schön. Wann können wir eine Ausstellung von dir erwarten? Wann können wir eine Ausstellung von dir erwarten? Ich brauche noch 2 Stück und dann bekommst du eine Einladung von mir und wir können wieder ein Interview machen. Da freue ich mich aber sehr darauf. Da freue ich mich aber sehr darauf. Das ist bald, du kannst dich schon vorbereiten. Ich habe schon einen Raum für die Ausstellung gemietet. Das ist bald, du kannst dich schon vorbereiten. Ich habe schon einen Raum für die Ausstellung gemietet. Super, dann plane ich dich für die nächste Ausgabe wieder ein. Super, dann plane ich dich für die nächste Ausgabe wieder ein. Ja, prima, und dann kann dieses erste Interview meine erste Werbung sein.
Ja, prima, und dann kann dieses erste Interview meine erste Werbung sein. Und das kostenlos. Genau. Danke dir, Henry. Danke dir auch. Einen Brief schreiben. Beschwerde über das Smartphone. Ich muss erst meine Adresse schreiben und unten die Adresse des Empfängers schreiben. Betreff: Beschwerde über das Smartphone. Begrüßung: Sehr geehrte Damen und Herren, vor 8 Monaten habe ich auf Ihrer Homepage ein tolles Angebot für ein neues Smartphone gefunden und ich war sehr begeistert. Ich bin ein Kunde bei Ihnen und war immer zufrieden mit Euch. Auch die Online-Bewertungen waren alle positiv, weshalb habe ich mir das Handy sofort bestellt. Nachdem ich das Handy erhalten habe, sind es jedoch die Probleme mit dem Handy begonnen. Deshalb habe ich mich entschlossen, dass ich eine Beschwerde zu verfassen. Im Folgenden möchte ich Ihnen die Gründe schildern. Bereits nachdem ich das Handy auspackte, fand ich kein Ladegerät. Ich dachte, dass Sie es vergessen hätten, aber Ihre Mitarbeiterin im Kundenservice sagte, dass ich das separat für 50 Euro dazu kaufen müsste. Darauf hätten Sie vor dem Kauf hinweisen müssten. Zweitens. Nach 4 Wochen ist die Kamera nicht mehr funktionsfähig worden, kaputt. Ich habe bei Ihrem Kundenservice nachgefragt, ob eine Lösung für das Problem wäre bzw. repariert werden kann. Ihre Antwort war, dass es unmöglich ist. Mein letzter Beschwerdepunkt ist, dass sich das Gerät seit einer Woche ständig beim Telefonieren ausschaltet. Ich finde es nicht in Ordnung, dass ich so viel Geld für so ein fehlerhaftes Produkt ausgegeben habe. Aus diesem Grund muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich sowohl mit dem Gerät als auch mit dem Kundenservice unzufrieden bin. Ich möchte Sie bitten, das Handy zurückzunehmen und es mir entweder umtauschen oder mir die gesamten Kosten zurückerstatten. Ansonsten bin gezwungen, mich bei Verbraucherzentral beschwerden. Sie können mir gerne eine Mail schreiben oder mich telefonisch unter Telefonnummer erreichen. Sollte ich innerhalb von 15 Tagen nichts von Ihnen hören, werde ich weitere rechtliche Schritte einleiten. Mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine Videos verpassen. Auf Wiedersehen.